Zombie-Fans, ich bin's, euer Raven der Creep. Und ja, ich muss etwas leiser sein, weil wir haben gerade 4 Uhr morgens. Ja, und ich dachte, ich drehe mal ein Video. Dieses Video ist für den Adventskalender, für den 10.12. Und ja, in diesem Video geht es um Weihnachten, wie es in Russland meist gefeiert wird. Also viel Spaß. Der Rest nach dem Intro. Hallo meine Creepy-Fans. Ich bin's, euer Raven der Creep. Heute reden wir mal über Weihnachten, aber kein normales Weihnachten, sondern das Weihnachten, wie es in Russland gefeiert wird. So, stellt euch mal vor, Heiligabend, also 24.12., das neue Weihnachten sozusagen, Flasche Wodka, okay, mit Flasche Wodka ist gemeint 10 Flaschen Wodka, Haufen Essen, so 3 Teller, mit 3 Teller ist ein 5-Gänge-Menü gemeint. Und dann wird gesoffen, gegessen, getanzt, gejubelt und was weiß ich. Und dann auch noch das Geschenke auspacken. Alles ganz normal eigentlich, bis auf den übertriebenen Gebrauch an Alkohol. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass in Russland, und wir kommen zu der Nummer 1, ich habe 10 Sachen rausgesucht und das ist die Nummer 1, dass das russische Weihnachten nach dem julianischen Kalender noch gefeiert wird, also anstatt den 24.12. am 7. Januar, am 1.7., schon nach Neujahr, genau, denn nach dem julianischen Kalender ist Neujahr nicht am 31. Dezember, sondern glaub am 14. oder 13. bin mir da auch nicht so sicher, weil okay, es geht hier nicht um Neujahr, nur um Weihnachten. Also, jetzt kommen wir zu der Nummer 2. Wusstet ihr, schon erwähnt, der enorme Gebrauch an Alkohol? Das liegt daran, dass es in Russland auch zu der Jahreszeit immer sehr kalt ist. Und Alkohol wärmt ja auch. Deswegen kam ja auch das Klischee, Russen wären alles Säufer und all dies und jenes. Aber naja, die tun es ja nicht ohne Grund. Die Trinkfestigkeit der Russen liegt aber auch darin, dass sie enorm an Fett zu sich nehmen, weil sie viele Ölsardinen essen. Das ist ein Fakt. Glaub mir, wir Russen sind nicht so trinkfest. Das ist nur ein dummes Gerücht. Obwohl, einige sind es. Die meisten. Ein Russe könnte nicht locker unter den Tisch saufen. Das ist schon mal klar. Kommen wir dann zu Nummer 3. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es in Weihnachten in Russland ein bisschen bizarrer zugeht? Zum Beispiel bei den Knabbereien? Bei den Süßigkeiten? Ja, die produzieren so ähnliche Schokolade, ähnlich wie Lindt-Schokolade. Schmeckt, glaube ich, genauso. Nur ein bisschen bitterer. Ja, genau, bittere Schokolade. Das ist an Weihnachten in Russland gang und gäbe. So viel ich Weihnachten mit meiner Familie gefeiert habe, gab es immer bittere Schokolade. Ich habe meine Großmutter immer gefragt, Großmütterchen, warum essen wir bittere Schokolade? Sie meinte daraufhin nur, tja, weil wir das in Russland immer so tun. Naja, das hat aber auch einen Grund. Früher wurde in Russland keine Vollmilchschokolade verkauft oder hergestellt, weil das war ja alles in Amerika mit den Kakaobohnen und all dies und jenes. Sie haben damals auch Russland so in Zeiten des Kalten Krieges auch nicht beliefern können.
Deswegen essen wir schon seit mehreren Jahrzehnten bittere Schokolade zu Weihnachten. Weil es Tradition geworden ist. Kommen wir zu der Nummer 4. Wusstet ihr zum Beispiel, dass wir nicht wirklich den Santa Claus, also den Weihnachtsmann haben, sondern eher Peterchen Frost, also auf Russisch Ded Moroz? Er kommt an allen Schulen hin, halt, hat halt Süßigkeiten dort und spielt mit den Kindern Spiele und all dies und jenes. Ist ähnlich wie der Weihnachtsmann, nur dass er statt dem altbekannten Rot blau trägt. So weiß-blau. Und er hat immer ein Zepter dabei. Die Geschichte des Peterchen Frosts will ich euch jetzt nicht erzählen, weil darum geht es nicht. Es geht hier nur über halt Sachen, die an Russland halt anders sind als jetzt bei uns hier. Also, statt dem Weihnachtsmann, Peterchen Frost. Oder auf Russisch, Ded Moroz. Und dann haben wir ja auch noch die Tochter oder so von Peterchen Frost auf Russisch, Snegurochka. Ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißt. So, kommen wir dann nochmal zu der 5. Ja, bei der 5. geht es darum, dass viele Märchen an Weihnachten erzählt werden von Ded Moroz, also Peterchen Frost, und von auch anderen wie Baba Yaga und halt vielen. Und ja, viele Märchen sind auch über eher Weihnachten und Neujahr. Ja, diese Märchen sind ein bisschen bizarr. Also bizarrer als hier jetzt. Wie zum Beispiel das Märchen von Kontrabass oder so. Das ist ziemlich bizarr, kann ich euch sagen. Nicht von bizarr in bizarr gruselig, sondern in bizarr nicht verständlich. Ja, die meisten, wenn sie das lesen auf Deutsch und all dies und jenes, die würden das nicht verstehen. Aber es gibt ein gutes Spiel, das neue Tomb Raider Spiel. Da wird über die Mythenwesen und Sagenfiguren halt von Russland erzählt. Ihr solltet mal das Spiel spielen, das ist empfehlenswert. Hebt sich von den eigentlichen Lara Croft Teilen ab. Das ist total eine neue Lara Croft, eine neue Timeline sozusagen auch dadurch gebildet. Oder auch, wenn nicht, dann ist es einfach nur die Geschichte der jungen Lara Croft. So in dem Sinn. Aber genug davon. Kommen wir zu der Nummer 6. Im 6. würde ich euch gerne erzählen, was es genau zu essen gibt. Bei einer Weihnachtsfeier oder so. Oder bei den daheim. Oder eher gesagt bei den daheim. Oder eher gesagt, was es daheim gibt zu essen. Da gibt es einmal Olivier, ist eine Art, klingt französisch, ist aber, glaube ich, russisch. Ja, Blinis, Olivier, Pinmeni, Fleisch, also auch Braten haben wir da auch. Ja, Familienrezepte haben wir auch bei uns, also innerhalb der Familie und all dies und jenes. Ja, Olivier ist eine Art Salat. Eine Art Fleischsalat. Ist ziemlich lecker. Wird mit Mayonnaise gemacht und all dem. Und halt vielen Schichten. Sowas wie eine Art 5-Schichten-Salat. Könnt ihr gerne mal googeln. Olivier, wie es genau geschrieben wird, packe ich unter die Kommentarbox, unter die Videobeschreibung mit den Kanälen und all das und such natürlich nach dem Codebuchstaben, der hier versteckt ist. Ist wichtig, um an der Verlosung teilzunehmen. Kommen wir dann zu Nummer 7.
Also, bei der siebten, was ich da gerne sagen würde, wäre zum Beispiel, wie es an Weihnachten bei uns aussieht. Oder auch bei vielen anderen. Da gibt es viel Geschrei, meist auch Streitereien, die sich wie Streitereien anhören mögen, aber sind sie nicht. Dieses Rumgebrülle, dieses Rumgeschreie, das ist alles aus Freude. Ist wirklich so, ist wirklich aus Freude. Auch wenn es wütend klingt, nein, das ist es nicht. Über die Deutschen sagt man ja auch, wütende Sprache und alles und jenes. Aber glaub mir. Und damit kommen wir zum Nummer 8. Glaub mir, am russischen Weihnachten hört ihr mehr Beleidigungen als sonst irgendwo. Ein Russe kann so oft fluchen, wie er will, aber an Weihnachten und Neujahr flucht er am meisten. Ist eine Tatsache. Zumindest ist es bei meiner Familie so. Und bei ein paar anderen, die ich so persönlich kenne, auch. Vor allem, wenn sie besoffen sind. Wie schon bei der Nummer 2 erwähnt. Kommen wir zum 9. Es gibt natürlich nicht nur Alkohol zu trinken. Es gibt da gewisse russische Limonaden, diverse Sorten. Also diverse Namen, die ich jetzt nicht kenne. Also wenn ich sie kenne, ist mir der Name entfallen. Auf jeden Fall gibt es diverse Limonaden, die halt getrunken werden. Extrem auch für Kinder. Und ja, kommen wir direkt mal zur Nummer 10. Zum Beispiel habe ich das jetzt nicht erwähnt. Das hätte ich schon am Anfang erwähnen müssen. Aber mit Weihnachten in Russland ist gemeint Neujahr in Russland. Denn Weihnachten wird es seit 20, 30 Jahren bei uns gefeiert. Das ist eher so modern. Vor allem habe ich eher so über das moderne Weihnachten eher berichtet. Weihnachten ist bei uns erst danach, ich glaube, den Kalten Krieg erst. Davor wurde immer Neujahr gefeiert und wird es immer noch. Das ist Tradition. Wird zwar ähnlich gefeiert, aber die meisten aus den Dörfern wissen nicht mal, was Weihnachtsmann und allgemein die ganzen Weihnachtsstories, das kennen sie nicht. Außer vielleicht dieses biblische Zeug mit Christkind und alles, das kennt jeder. Vor allem die Russen, das sind alles ja gläubige Orthodoxen. Wir haben auch nicht den Christmas Tree, also den Weihnachtsbaum, wir haben den Neujahrsbaum. Und da kommt auch immer ein Stern drauf und all das. Da ist immer die Feier. Und ja. In Russland, Neujahr, wird natürlich nicht nur Wodka gesoffen, sondern auch Novogodnie Champagne. Auf Deutsch heißt das sowas wie Neujahrssekt. Ja, Champagner. Neujahrssekt. Das wird bei uns wirklich gesoffen. Vor allem, wenn es heißt Ding Dong. Nur bei uns die Kreml. Ja, die Glocken läuten. Alle Leute sitzen vorm Fernseher. Und hören noch von Herrn Putin 5 Minuten vom Dingel Dangel Dong. Von der Kreml. Ja. Hören 5 Minuten lang noch. Ja, hallo meine lieben Leute. Bald ist das neue Jahr und bla bla bla. Das gehört jedes Jahr dazu. Das hat nicht nur Putin gemacht, das haben auch seine Vorgänger genauso getan. Und ja. Und dann heißt es dann immer von 10 rückwärts zählen, dann heißt es Juhei, Silvester, und die Raketen fliegen durch die Luft. Und gesoffen und getanzt und bla bla bla. Aber sonst ist es schon ähnlich zu unserem, sagen wir mal, Weihnachten und Neujahr. Also mit diesem Satz verabschiede ich mich auch und sage Merry Christmas and Happy New Year. Ja, wir sind jetzt bei der Endcard angekommen. Juhei!
17 zu sagen, ja, gestern war Nana Wood drin. Links stelle ich die Linkbox und so. Morgen ist Lea Chanotaku drin, also meine Tochter. Schaut da auch mal vorbei, sie lädt da auch was Tolles hoch. Und ja, sucht natürlich auch nach den Codebuchstaben von mir. Und ich sag mal, bis dahin, schaut auch, die checkt auch die Playlist aus, weil da sind die bisherigen Videos, plus noch der Adventskalender-Trailer. Schaut auch mal vorbei, wenn ihr es noch gar nicht kennt. Und ja, am Ende gibt es ja natürlich noch was zu gewinnen. Am 24.12. kommt das Video von uns allen, da wo wir das alles erklären. Und ja, ich sag mal, haut raus, bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal.